A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schaut mal hier. Ich bin hier gerade am Eingang vom Schwimmbad. Und hier ist sozusagen einfach gerade Tag der offenen Tür anscheinend. Nein, nicht wirklich. Keine Ahnung, warum das auf ist. Auf jeden Fall gehen wir eine Runde Trails fahren. Und es ist sau heiß heute. Deswegen wäre es eigentlich optimal, da ins Freibad zu gehen. Aber die Michi lässt mich nicht ins Freibad gehen. Sie will einfach unbedingt Trails fahren gehen und deswegen gehen wir jetzt auf die Home Trails. Ja. Heute, ihr habt es gesehen, gibt es die Michi-Cam für euch, damit ihr auch mal sehen könnt, wie die Michi absendet. Und sie weiß schon gar nicht mehr, wie man die GoPro überhaupt anbringt. Aber gar nicht schlimm, wir haben es jetzt geschafft. Das ist auch schon gebrochen bei ihr irgendwie. Bei mir ist das Ding ja hier auch schon seit längerem jetzt kaputt. Und eigentlich könnten wir auch mal die Michi hier über den Sprung schicken heute, oder? Ja, der in meinem Auto. Ja, das können wir zum Abschluss machen, oder? Okay, zum Abschluss machen Michi und ich Weitsprung über den Kicker. Na Leute, ich habe vergessen, wie anstrengend es ist, uphill zu fahren. Oh. So, aber irgendwie ist der Wald trotzdem leer. Normalerweise ist hier viel mehr los. Gerade eben hatte ich noch einen Kurs, da waren hier mehr Leute unterwegs. Nicht von meinem Kurs, sondern andere. Ja, wir machen jetzt keine Pause, dann geht's weiter. Ah. Hätte ich doch besser Handschuhe angezogen. Wie soll das werden, wenn wir 30 Grad kriegen? Gut, wir haben jetzt fast 30, aber wenn wir so einen Mega-Sommer kriegen wie vor 2 Jahren oder so, 40 Grad. Leute, Uphill steht mal wieder an. Ja, mein Canyon macht ganz komische Geräusche, ich weiß. Aber weißt du, es ist einfach das erste Fahrrad gewesen, was ich mir gekauft habe. Und man liebt das halt dann trotzdem irgendwie. Ne? Auch wenn es zickt, Geräusche macht. Man kann sich das ja nicht immer aussuchen. Ne? Ja, schieben wir es nochmal hoch. Und dann geht's gleich auf die nächste Abfahrt. Boah, ich könnte ja übelst auf was Kaltes trinken. Ja, aber das Wasser ist schon übelst warm im Rucksack. Ja, wir müssen zum Rewe rollen.
Ja. Und dann das Treppenset senden. Urban Downhill, Street Dings. Street Style. Street Style Downhill Urban. Urban Legend. Urban Legend Downhill Assassine. Bereit? Hochtechnisch. Ich komme hier nie klar. So Leute, zurück am Parkplatz. Michi gähnt schon. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall den Kicker auspacken und dann machen wir Michi Weitwurfsprung. Michi Weitwurfsprung. Hier übrigens, ich habe immer noch einen beschissenen Tag. Wer auf Instagram folgt, weiß Bescheid. Ist noch nicht geändert. Da ist auch immer noch Tag der offenen Tür im Schwimmbad. Können wir eigentlich gleich einfach mit dem Radl reinfahren. Ne? So. Der Klaus signalisiert, wie weit wir springen. Der Kicker hilft uns beim Sprung. Okay, ich glaube, die Michi ist richtig aufgeregt, weil die ist den Kicker noch nie gesprungen. Oder bist du noch nicht, ne? Die Michi sagt, so weit kann ich nicht springen. Kann er auch nicht. Ich ermutige sie immer, dass sie Sachen kann und mache ihr Mut und gebe ihr Kraft und sie sagt, ich kann das nicht. Es sind nur 2 Meter. Vielleicht kannst du es ja doch. Wir werden das jetzt beobachten. Aber glaubst du, du schaffst es nicht, oder was? Ich weiß es nicht. Ich habe es ja noch nie gemacht. Tatsache. Oh, jetzt kann ich mir was anhören. Ach. War drüber oder nicht? Ja. Bis wohin war ich denn? Ja, so ein bisschen da drüber. Das finde ich jetzt weit. Das finde ich weit. Ich fand das davor schon weit. Nee, das finde ich jetzt wirklich weit. Ich bremse bestimmt in dem gelben Dings da. Ja, da habe ich leider nicht aufgenommen. Ich hatte einmal zu früh noch reingetreten. Aber ich habe keine Lust noch weiter. Ich bin eine kleine Springmaus. Nicht so nah. Nicht so nah. So Leute, Ziel für heute erreicht. Bisschen Trails gefahren, bisschen gehüpft. Michi hat sich überwunden, den Kicker zu springen. Auch sehr stark. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, noch mal rauszugehen. Und auch wenn es warm war, Leute, ich sage halt eins, wenn es im Sommer noch wärmer wird, dann müssen wir uns echt was überlegen. Irgendwie so Kühlpacks in den Rucksack packen oder so. Ja, ich weiß, ich jammer einfach viel zu viel rum, Leute. Aber das ist auch immer gar nicht so böse gemeint, ne? Oder so negativ. Ich versuche ja nur, unseren Sport noch viel, viel besser zu machen.
indem ich so Probleme wie Wärme aufdecke und Lösungsansätze biete oder in der Community frage, was es für Lösungsansätze geben könnte, dieses Problem mit der Hitze und der Wärme zu bewältigen. Aber egal. Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Abonnieren, kommentieren, nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.